Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Jetzt war es 1:30 am nächsten Tag. Und Alex saß auf dem Bett und schaute aus dem Fenster in den alten viktorianischen Park. War er wirklich dazu verdammt, die letzten Stunden seines Lebens in diesem Zimmer zu verbringen, allein auf einem ungemachten Bett? Die Tür ging auf. Niall trat ein. Nach ihm Julia Rothman. Wie immer bot sie einen perfekten Auftritt. Sie trug einen kostspieligen Designermantel, grau mit weißem Pelzkragen bis zum Hals zugeknöpft. Ihr schwarzes Haar war tadellos frisiert, und ihr Make-up erinnerte an die Masken, die Alex auf dem Kostümball im Witwenpalast gesehen hatte. Ihre Lippen waren leuchtend rot geschminkt. Ihre mit schwarzem Eyeliner umrahmten Augen strahlten heller als je zuvor. »Alex!« Sie schien entzückt, ihn zu sehen. Aber Alex wusste jetzt, dass alles an ihr Verstellung war. »Ich habe schon gedacht, Sie kommen nicht mehr«, sagte Alex. »Aber wo denkst du hin, mein lieber Junge? Der Draht vor seinen Zähnen war durch. Wie geht's dir, Alex?« »Hast du sie wirklich getötet?«, fragte Niall. Er trug ein weites Jackett, Jeans, Turnschuhe und ein weißes T-Shirt. Mrs. Rothman sah ihn. »Musste so direkt sein?« Sie zuckte mit den Schultern. »Er meint natürlich Mrs. Jones, aber ich finde auch, wir müssen wissen, was genau passiert ist. Du hast den Auftrag erfolgreich ausgeführt.« Alex nickte. Das war der gefährlichste Teil seiner Mission. Er fürchtete, wenn er jetzt zu viel redete, könnte er sich verraten. Und dann die Zahnspange in seinem Mund. Die saß zwar gut, veränderte aber seine Aussprache, wenn auch nur ein bisschen. Durchsichtig, aber Mrs. Rothman würde die Spange mit Sicherheit trotzdem bemerken.